Ja, 46 gibt's nicht. 48 und 47 wird's auswählen. Der filmt jetzt gerade? Der filmt jetzt. Ja, der filmt jetzt. Ja, machen wir noch so eine Klappe, dass es losgeht. Nee, erster Block. Ja. So, erster Fail der gesamten Reise. Wir sind nicht durch die Sicherheitskontrolle für die USA, sondern durch die Sicherheitskontrolle für alle anderen Passagiere. Ich erzähle es gerade auch nur in der Hoffnung, dass die Homeland Security das nicht sieht. Wir wissen aber auch nicht, was der Unterschied gewesen wäre, außer dass die Geräte anders sind. Wir haben am Anfang gleichzeitig geredet, da versteht man gar nicht. Nee, aber worauf wir hinaus. So, 2024, erste Reise, hast du Bock? Ich hab Bock. Hast du Bock? Geht. nee, ich habe es noch nicht so richtig realisiert, dass wir jetzt wirklich fliegen, weil das immer weit weg war und jetzt plötzlich ist es halt irgendwie. Aber ich freue mich jetzt auch, einfach auf den Flug. Einfach jetzt fliegen fast 9 Stunden. Ungefähr, ja. Ich freue mich jetzt auch einfach 9 Stunden nichts machen und hoffentlich ein bisschen pennen. Wir sind wann bist du aufgeschaut eigentlich? Weiß ich noch gar nicht. Kurz nach zwei. Nee. Wir sitzen übrigens nicht nebeneinander, wir sitzen hintereinander, beide am Fenster, damit wir beide filmen können. Richtig. Oder was? Oder Fotos machen. Oder nichts machen. Gerade hast du gesagt, du machst nichts am Flug, aber ich werde dich drin erinnern. Ja, wir werden ja bewohnen, die angeblich. Weiß man nicht. Und wenn wir in New York anfliegen. Zumindest war das der Plan, als du dieses Bett so ausgewählt hast, dass wir rechts sitzen, damit wir Grönland sehen können. Und wir werden auch die nächsten 4,5 Wochen. Genug Zeit miteinander verbringen, dass es glaube ich okay ist, jetzt nicht 9 Stunden aufeinander zu haben. Ja, genau. Okay. Wie viele Stunden Schlaf hast du jetzt insgesamt? Ich habe 2 Stunden Schlaf, knapp über 2 Stunden, wird auf jeden Fall ein langer Tag in New York mit der Zeitverschiebung von 6 Stunden, also quasi 30-Stunden-Tag. Deswegen wäre es schon gut, wenn wir das im Flieger pennen. Ja, sehr wichtig. Ja. Was glaubst du, wie wird es essen im Flieger? Ich erwarte gutes Essen, wir fliegen mit Singapur, die haben ja einen sehr guten Ruf. Ja, ich war auch erst einmal auf so einem Langstreckenflug. Ich hoffe, wir haben ein gutes Bordentertainment. Mhm. Da setze ich gar ich nicht mir drauf. Auch, ich hab mir zum Beispiel nichts selber jetzt runtergeladen an Filmen oder Serien. Außer ein bisschen Podcasts. Ja, so. Ja, ich habe auch gar nichts dabei. Bin aber auch gar nicht drauf eingestellt, groß gleich was zu gucken. Sondern zu pennen, Podcasts hören, Musik zu hören. Und ein Einsatznachbar, schrägstrich Nachbarin, Volllabern. Volllabern? Volllabern. Gut. Ich vermesse das Terminal. Jetzt deine Stirn abgeschnitten. Aber kannst du auch verzichten, oder? Auf meine Stirn kann ich verzichten, ja. Aber ich kann auch einfach noch ein Stück nach hinten gehen. So, ja. Weil sonst sind unsere beider Stirn abgeschnitten. Weiß ich nicht. Scheiße, wo habe ich das reingeschmissen? So, weiß nicht, wie ich jetzt wieder in meine Richtung komme. Okay, hier. Die Frage ist, glauben alle anderen im Flughafen gerade, dass wir irgendwelche bekannten Prominenten sind? Wird gerade gegeben. Meinst du, irgendwer hat uns gerade schon gegoogelt? Ja, wahrscheinlich. Heute, wir haben tatsächlich noch gar keinen Plan, was wir heute machen. Nee. Wir haben noch gar nicht. Wir haben überhaupt noch gar keinen Plan, was wir in den nächsten Tagen machen. Wir haben einen fixen Programmpunkt in den nächsten Tagen, das werdet ihr aber noch sehen. Genau. Das verraten wir jetzt noch nicht. Ansonsten lassen wir uns treiben. Ich habe eine Idee, was wir gleich so direkt als erstes einfach machen. Mhm. Aber das ist nicht so fix. So. Okay. Aber wir das seht ihr alles nachher. Wir werden uns das Hotel angucken, wir werden die Gegend um das Hotel herum vielleicht mal auschecken. Wir sind sehr zentral, die Lage vom Hotel ist mega gut. Ja, aber seht ihr auch, wir fahren noch nicht wo, wir sind aber an einer sehr bekannten Sehenswürdigkeit. Und ich glaube, wir werden alleine... Wenn sieht man nicht überhaupt in meiner Kamera? Nein. Mir fällt gerade auf, wir werden heute auch, weil der Tag ja 30 Stunden hat, wir werden wahrscheinlich auch dafür, dass es ein Tag ist, werden wir wahrscheinlich auch ultra viel essen, oder? Also wir haben einfach 6 Stunden mehr Zeit zum Essen. Sagst du um 7.07 Uhr, wir haben Stand jetzt noch nichts gegessen. Werden wir was essen? Stunden, glaube ich, oder? Ich hoffe, dass das Essen früh im Flieger kommt. Hi, thank you very much. Thank you.
Kostenlos. Ja. Auch, thanks, Emil. Ja. Thank you. Ich hab so Tücher. Der ist echt heiß. Wir machen das für die Hände oder fürs Gesicht? Dario, ja. Ist das für die Hände oder fürs Gesicht? Keine Ahnung. Ich mache ins Gesicht. Ja. Alles. Dann gehe ich mal ein bisschen rum hier. Kommst du eben noch an dein Gepäck rum oder hat er gesagt, du sollst nicht? Habe ich einfach gemacht. Wir sind durch die Sicherheitskontrolle, die erste Hürde ist gemeistert. Beziehungsweise nicht Sicherheitskontrolle, sondern wie nennt man das hier? Einreise, checkt einfach, wo man ein bisschen in die Mangel genommen wird, aber wir haben alles gut überstanden. Jetzt holen wir erstmal unser Gepäck ab und dann melden wir uns gleich nochmal. Ach scheiße, wir lüften mal das Geheimnis. Das ist meiner. Sieht gut aus. Ja. So, ich brauche noch eine SIM-Karte. Dario hat zwar eine E-SIM-Karte, mein Handy kann das aber nicht. Und ja, deswegen muss ich jetzt hier spontan in New York am Flughafen mir noch eine E-SIM, nicht E-SIM, eine Prepaid-SIM-Karte organisieren. Also ich meine, wir müssen zur Jamaica und dann... Ja, long... Entweder halt die Subway oder Long Island Railroad, ja. Und die fahren beide zur Grand Central Station? Ja, wo die Subway anhält, bei welcher Station, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Okay. Und Orange in 25 Minuten, oder ist sie das jetzt schon? Ja, oder die fährt 25 Minuten. Ach, die ist direkt hier. Krass, okay. Ach, krass, das habe ich gar nicht gerafft. $25-10-Trip Metro Card sold at our Howard Beach and Jamaica Station. Und gib. Ist das ja unsere? Das schon, ne? Sorry? Sorry? This is to Jamaica? Yes. Yeah, okay. Thanks. So, wir melden uns gerade aus dem Airtrain. Auf dem Weg nach Manhattan. Wir haben alles gut geschafft bislang. Gar keine Flug war super entspannt, wir berichten heute Abend von meinen Uhren. Wir sind ein bisschen müde. Ja. Wir konnten jetzt ein bisschen geschlafen heute. Wir haben jetzt, wie viel haben wir jetzt hier? Kurz nach 12. Kurz nach 12. In Deutschland ist jetzt einfach schon Vorabend.
Schnauze geben. Ich kann in der Zeit eine Anekdote erzählen. Ich wurde gerade eben vom Polizisten gefragt, was ich so fotografiere, ob eher Landschaften oder eher Gebäude. Ich habe gesagt Landschaften, aber gesagt hier natürlich Gebäude. Er hat gelacht, wir hatten einen Witz. Hi. Thank you. Nicht schwarz gefahren. Nee. Richtig schön hier der Bahnhof. Und riesig. Wir haben es gefunden. Don't fall for it. Watch the gap getting on and off your train. Welche Seite willst du haben? Ist egal. Okay, dann gleich. Boah, ich bin richtig froh, dass du hier warst. Bist du froh, dass wir hier sind? Ja, ja, alles geklappt hat. Ja. Ich fühle mich immer richtig so schwitzig im Gesicht nach so einem Flug. Ja. Boah, was hältst du von diesen Tagesdecken? Ich finde die fies. Welches? Das hier oder? Ja, ja, das. Das? Ja. Okay. Die Farbe grundsätzlich? Nee, grundsätzlich, weil man die ja nicht waschen kann. Ach so, hab ich da nie drüber nachgedacht. Wir sind gut im Hotel angekommen, so viel schon mal. Und wir sind auf der 15. Etage. Wahnsinn. Und da geht's runter. Okay, das ist jetzt Baustelle. Aber sonst, nein, kann man nicht aufmachen, oder? Okay. Frisch geduscht. Also ich zumindest, du nicht. Um das hier mal klarzustellen. Ja, du hast ja heute Morgen schon geduscht. Wir sind gut angekommen, hat alles, eigentlich fast 100%. Es hat alles fast 100%. Ja, ein, zwei Schwierigkeiten gab's. Ich hatte bislang 3 Versuche mit meiner Kreditkarte jetzt unternommen, kontaktlos zu zahlen. Einmal hat's funktioniert. Ja, müssen wir jetzt mal gucken die nächsten Tage, was da das Problem ist. AirTrain? SkyTrain? Ja, AirTrain. Wie auch immer. SkyTrain, ja. AirTrain sind wir eine Station gefahren. Wollten dann da raus. Das ist übrigens, was wir schon mal sagen können, was super easy ist so. Das ist super easy. Ja, funktioniert sehr leicht. Oder beim Verlassen des AirTrains mussten wir 8,25 Dollar bezahlen mit Karte. Ich bin rausgekommen. Weil da hat es prima funktioniert. Bei mir hat das Gerät einfach nicht funktioniert. Hat dann dazu geführt, dass ich einen Smalltalk mit einem Polizisten gehalten habe. War auch ganz nett. Ja, ja, weil du eine Kamera dabei hast. Ja, und keine Ahnung, habe ich dann angesprochen, was wir so machen und was ich mache und was wir fotografieren. Bla, bla, bla. Ja, jedenfalls und, ich dann... Dina hat sich da abgemüht mit seiner Kreditkarte. Ich habe mich abgemüht mit meiner Kreditkarte, habe dann wie wild mit meinem Kreditinstitut, also der Sparkasse, sauber hin und her telefoniert. Auch gar nicht so leicht, weil ja in Deutschland jetzt gerade Freitagabend ist und ich in meiner Bankfiliale quasi niemanden mehr erreicht habe. Gut, alles auch gerade viel zu viel und uninteressant. Jedenfalls turns out, mir wurde nicht weitergeholfen, aber bei der nächsten Zahlung bei mir hat es dann auf einmal funktioniert. Und jetzt gerade aber im Hotel, die kontaktlose Zahlung hat wieder nicht funktioniert, konntest hier aber zum Glück einstecken. Jetzt probiere ich einfach den nächsten Tag mal aus, wie es funktioniert, ja, und schauen wir mal, was wird. Ja, wird schon funktionieren. Ja, der Flug war mega entspannt. Das Flugzeug war überhaupt gar nicht ausgelastet. Wir hatten beide eine Reihe für uns alleine. Dementsprechend konnten wir uns da auch langlegen. Und es gab Mittagessen. Wir waren so 1,5 Stunden im Flieger, dann gab es Mittagessen. Das war keine Stunde. Eine Stunde, ja, oder Stunde oder so. Also quasi zu deutscher Zeit zu finden, am Morgen gab es Mittagessen. Genau, ja. Kamen die Mittagessen um die Ecke, war gut, man konnte wählen zwischen Chicken und das andere habe ich nicht verstanden. Chicken mit irgendwas und... Das andere hatten die nicht, deswegen haben die es so undeutlich ausgesprochen. Genau, und wir haben dann Chicken mit Potato... Ja, doch, es waren... Eine Schupfnudel war das, sollten das sein. Echt? Ich dachte, es wären Gnocchi-Kartoffeln, weil die meinten Potato. Ja, Schupfnudeln sind auch ausgesprochen. Glaube ich, weiß ich nicht. Schätze ich mal. Was sind Schupfnudeln? Gute Frage, das sind auch Kartoffeln. Ja, aber sie hatten auf jeden Fall... Ja, ist auch egal. Wir schneiden wir raus. Auf jeden Fall, es hat gut geschmeckt. Gut geschmeckt. So, dann wurde irgendwann
das Flugzeug komplett abgedunkelt für 5-6 Stunden, dass man schlafen konnte. Hat semi-gut funktioniert. Eine halbe Stunde haben wir bestimmt geschlafen. Jeweils ja. So verteilt auf verschiedene Etappen, muss man auch sagen. Ja, genau. Ja. Highlight, was war dein Highlight des Flugs? Ja, ist klar, wir sind über Grönland geflogen. Das war echt, das war atemberaubend. Waren aber irgendwie von allen, gut, das Flugzeug war nicht voll, aber es waren trotzdem nur 3 Leute, die sich dafür interessiert haben, ne? Ja, wie, man muss halt sagen, Fenster waren ja abgedunkelt und wir sind dann nach hinten gegangen und da, damit wir dadurch das offene Fenster gucken können. Ja, genau. Und ja, es hat sich irgendwie keiner dafür interessiert, wir fanden es total cool. Ja. Also war echt, ja, noch nie gesehen sowas eigentlich. So. Ja, ich bin oder selten sowas gesehen. Ja, ich bin einmal über Grönland geflogen, aber es ist jetzt auch schon was her und nee, es war schon krass. Ja. Ja, war gut. Ja, am Ende haben wir nochmal ein Brötchen bekommen, das war auch lecker. Ja. Käsebrötchen, das war auch gut. Und sind pünktlich gelandet, hat alles planmäßig pünktlich gelandet. Einreise hat auch gut funktioniert. Ja, und dann haben wir den Zug genommen zur Grand Central Station. Mega schöner Bahnhof. Ja. Mega groß. Wir sind auch sehr weit gelaufen. Du warst auch noch nicht da, ne? Ich war, obwohl ich schon mal in New York war, war ich auch noch nicht am Grand Central Terminal. Mega groß, angelehnt von den Fußwegen an Stuttgart. Ja, richtig. Nur in schön und mit Marmor. Ja, also wirklich sehr, sehr schöner Bahnhof. Eigentlich so der schönste, würde ich bisher mal, würde ich schon sagen. Ja, also war, und dann waren wir halt auch in dieser klassischen Halle, was man halt so kennt aus dem Fernsehen und Gossip Girl und so. Ja, du kannst es ja schon, aber wenn man das erste Mal in Manhattan aus der U-Bahn kommt, ja, für mich war das auch, schon auch immer noch beeindruckend. Ja. Du kommst ja, wenn du hier aus dem Grand Central kommst, bist du halt direkt mitten unter den Wolkenkratzern. Ja. So, das ist schon beeindruckend. Dann steht da auch direkt so ein gelbes Taxi. Ja. Ja. Fußweg zum Hotel waren auch nur 15 Minuten. Wir haben versucht, alle Sehenswürdigkeiten um uns herum auszublenden, damit wir es die nächsten Tage in Ruhe genießen können, weil wir waren ja voll gepackt mit unseren Rucksäcken. Ja, ja, jedenfalls, wir gehen jetzt einfach raus, lassen uns treiben. So, wir sind auf Times Square, kleiner Fun Fact. Das Gebäude. Ist das hier oder? Nee, das. Ich glaube, ohne Mikro versteht man uns eh nicht, oder? Ja, probier einfach. Das Gebäude? Ja. Ja, sag jetzt einfach. Was ist mit dem Gebäude? Macht mehr Umsatz mit den Werbetafeln als mit den Bürogebäuden im Gebäude. Ja, guck, hier lernt man auch noch was. Büro. Ja, jedenfalls, wir sind jetzt im Times Square und. Unser Hotel ist halt legit 4 Minuten von hier weg zu Fuß. Ja, maximal. Also wir sind direkt am Times Square. Das ist schon mega cool und ja, jetzt gehen wir erstmal sehr beeindruckend. Everybody clap! Everybody clap! Everybody clap! Everybody clap! We need the tall, sexy white guy. Yes, come on, sexy white guy. Right here in the middle of the stage. We need the sexy white guy right here in the middle of the stage. Darüber willst du mal den Vorfall von gerade schildern? Ja, Kuriosum, plötzlich fangen alle Leute an zu schreien und es fliegen Eier durch die Gegend. Wir waren in so einer Gruppe von Leuten halt hier auf der Fifth Avenue unterwegs und dann wurde auf einmal angefangen, hinter uns zu schreien und dann flogen Eier über den Boden? Ja, nee, wir wussten erst nicht was, aber auf jeden Fall wurden dreckig mit so einer gelben Flüssigkeit. Und wir wussten halt zuerst nicht, was war und wir sind jetzt noch ein paar Meter weitergegangen und haben jetzt mehrfach hier die ganze Straße entlang rohe Eier gefunden. Ja, wir haben jetzt auch keine Taschentücher dabei, um das wegzumachen. Darius, ist genau dein Laden hier, ne? Ja. Kannst dich richtig austoben hier. Ja. Ja. Such dir das aus. Ich bin nämlich schon seit Monaten auf der Suche nach so einem Drachen. Und jetzt habe ich endlich die Auswahl. Wir sind hier gerade auf dem Chelsea Market, weil wir noch eine Kleinigkeit essen wollten eigentlich. Was lockt das auf die Hand? Richtig.
Ist auch mega cool hier, wir sind irgendwie noch nicht so Phoenix geworden. Bis jetzt nicht. Das ist auch ein ganz verrücktes Konzept hier irgendwie. Also es ist wie so ein Labyrinth, und wir sind hier ganz viele unterschiedliche Geschäfte aus tausend Kulturen. Feinkostläden. Das passt nicht so richtig zusammen, aber es ist hier so sein. Genau, ja, das ist alles interessant irgendwie, aber wir haben zum Essen auf die Hand gefunden. Wenn es was zum Essen gibt, dann ist es auch meistens so zum Hinsetzen. Ja. Aber wir gehen jetzt in die Weitlage. Es wird auf dem Minimarkt irgendwo auf die Straße draußen rauslaufen. Ja, wir gucken das. Wir wollten irgendwie was mitnehmen irgendwo und dann mal ans Wasser setzen, aber mal schauen, was wird. Wir sind hier jetzt gerade noch in, wo sind wir unterwegs? Greenwich Village, Chelsea. Ja, so die Ecke. Ja, irgendwo. Die Übergänge sind fließend. Ja, die Übergänge sind fließend. Irgendwo im Westen. In der Nähe vom Chelsea Market. Genau, in der Nähe vom Chelsea Market. Also Ecke Chelsea wahrscheinlich noch. Richtig. Ja, jedenfalls, wir hatten noch Lust auf ein Bier. So zur Feier des Tages für unseren ersten Abend. Einmal anstoßen. Und ja, erstmal ist gar nicht so leicht, hier was zu finden irgendwie. Richtig. Und wir haben auch schon vorher überlegt, ob es überhaupt erlaubt ist, hier in der Öffentlichkeit was zu trinken. Wir haben jetzt was gefunden und auch gekauft. Wir haben es jetzt aber in einer Tüte bekommen. Das heißt, wir werden Bier aus der Tüte trinken. Cheers. Ihr könnt gerne mal, wenn wir uns jetzt unsicher sind mit der rechtlichen Regelung hier, gerne mal kommentieren, wie hier die gesetzliche Lage ist. Ob das theoretisch erlaubt ist, was wir hier gerade machen, oder ob wir was Verbotenes machen. Okay, es ist jetzt kurz nach 22 Uhr. Wir sind gerade aufs Zimmer gekommen. Kurz oder nach 4 deutscher Zeit, wie ich auch schon sagen würde. ja, also ich merke, dass es 4 Uhr nachts ist. Ja. Also ich mache jetzt auch nichts mehr, ich schneide jetzt auch nichts mehr am Vlog. Du musst noch produktiv sein, oder du willst noch produktiv sein. Ja, aber auch nicht mehr lange und ja. Dann geht's ins Bett. Jedenfalls, wir haben jetzt noch ein bisschen, ja, wir sind viel gelaufen jetzt. Ja, wir haben jetzt noch Manhattan unsicher gemacht, wir sind die Fifth Avenue runtergelaufen und dann, was haben wir dann gemacht? Wir waren im Chelsea Market, genau. Haben da was gesnackt und sind dann von da aus ein bisschen am Wasser und dann wieder durch die Stadt zurück zum Hotel. Haben auf jeden Fall ordentlich Meter gemacht und ja. Die Hose müssen wir auf jeden Fall, also deine Hose, ich weiß nicht, was mit deiner Hose. Ja, die muss auch. Ja, meine Hose muss morgen mal mit rein in der Tube gewaschen werden. Ja, aber ich fahre jetzt auf jeden Fall gleich ins Bett erstmal. Ja, dann geht's morgen, Alter. Bis morgen.